Ja, moin, willkommen zu einem weiteres Video zu Final Fantasy 14. Wir spielen die Rubinwaffe Questline. Das Video ist einem Teil von meinem Stream, der ein bisschen älter ist. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ab und an meine Kleidung irgendwie wechsle. Und auch so gegen Ende und im nächsten Part sind noch ein paar Leute dabei, die noch mitsprechen. Also nicht wundern. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ah, Quirrell, ich habe dich schon erwartet. Ich habe hier eine von Oberkommandant Rauban persönlich signierte Erlaubnis vorliegen, die auf deinen Namen ausgestellt ist. Hier wurde die Befugnis erteilt, das Hauptquartier der Eurozyischen Allianz nach freien Ermessen als Basis für eine Operation zu nutzen. Es geht um die Abwehr einer Primärwaffe, die gegen Eurozy eingesetzt werden soll, wenn ich richtig informiert bin. Raius Belzar und seine Vertrauten sind bereits dorthin unterwegs. Melde dich bitte beim zuständigen Offizier der Befragungsarmee in Porta Pretoria. Er wird alles Nötige veranlassen, um dir Zutritt zu gewähren. Alright. Bedrohte Konfrontation. Im Offizier der Befragungsarmee sprechen. Das mache ich. Gehen wir dahin. Ah, da bist du ja. Soll ich dich gleich zum Hauptquartier der Allianz führen? Ja. Oh ja. Oh boy. Also. Ah, Quirrell. Wir sind beide keine Freunde vieler Worte, aber du solltest wenigstens wissen, warum du hergebeten wurdest. Lass mir also kurz die Lage zusammenfassen. Wie wir wissen, wurde die Forschung an der Ultima-Waffe von der neu formierten 7. Legion weitergeführt. Mehrere Prototypen sind bereits in Konstruktion. Einer davon, mit der Bezeichnung Rubinwaffe, steht kurz vor seinem Einsatz an der europäischen Front. Zusammen mit Severa, hier habe ich versucht, die Rubinwaffe bei einem ihrer Testläufe in den Hinterhalt zu locken und zu zerstören. Leider vergeblich. Und das, obwohl die eingesetzte Feuerkraft mit Leichtigkeit, wie die Ultima-Waffe, deren Verteidigungswerte wir ungefähr kannten, ausgerechnet hätten. Die Rubinwaffe ist, gelinde gesagt, um einiges stabiler als wir dachten. Sie hat aller Wahrscheinlichkeit nach dieselben Kernfunktionen wie die der Ultima-Waffe, die Kraft der Prime in sich aufzunehmen. Vermutlich hat sie also in einer der galäischen Provinzen eine Primae absorbiert, dessen Panzerung alles übertrifft, was wir bisher gesehen haben. Die Konstruktion des Exoskeletts war ebenfalls sichtlich verbessert. Gefährlich sind vor allem die extrem starken Klauen, die die Rubinwaffe fast beliebig formen kann. Ihrer Konterattacken konnten wir gerade noch ausweichen und uns in Sicherheit bringen. Gaius hat mir beim Rückzug Deckung gegeben und wurde verwundert. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch aufrecht stehen kann, sich wegen mir in solche Gefahr zu bringen. Machte kein großes Theater darum. Ich war es, der die Sache mit Ultima damals überhaupt begonnen hat. Jetzt werde ich sie auch beenden. Nur wird dich das Ding in deinem Zustand noch durchbohren, bevor du noch in Zerstellung gehumpelt bist. Du weißt genau, womit wir jetzt hier zu tun haben. Wenn wir dich also verlieren, haben wir schlechte Karten. Dann wäre es wesentlich schlauer, uns auf die Hilfe von Quirrell zu verlassen. Ich weiß, dass er dafür so geeignet wäre wie kein anderer, aus eigener Erfahrung. Wir haben uns vor langer Zeit gegenübergestanden als Feinde. Gerade ich sollte also wohl nicht um einen Gefallen dieser Tragweite bitten. Aber mir bleibt wohl keine Wahl. Also, willst du uns? Nun. Gerne, überlass das Kämpfen mir. Wenn eure Zähne in Gefahr ist, muss ich wohl wieder ran. Danke, Quirrell. Vorhin haben wir eine Nachricht abgefangen, dass die Rubinwaffe bereit zum Ausrücken ist. Wir müssen uns bereithalten. Ich würde vorschlagen, wir warten hier an der Front, bis sich das Monstrum zeigt. Melde dich beim Militärlogistiker da drüben, sobald du kämpfebereit bist. Gaius. Wenn ich damals geahnt hätte, was mir meine Dummheit noch einbringen würde. Einige Stunden in der von den Galliern besetzten Stadt Verlet. Magitech Hangar. Wo ist das, die Rubinwaffe? Die Startsequenz der Rubinwaffe wurde eingeleitet. Alle Wartungsarbeiten sofort durchtreten. Zurücktreten. Sojara sieht das Team aktiv. Assimilierungsgrad ausreichend. Keine Abstoßreaktion registriert. Alles bereit zum Start. Verstanden. Deckname Darnus. Rubinwaffe verlässt den Hangar. Yo. Wie geil. Weil Daulin hat mir schon Bescheid gesagt. Ich bringe dich gleich zu deiner Gefechtsposition. Von dort aus hast du die besten Erfolgsaussichten. Alles Gute.
Bienenfeuer in Festlung, nur zugänglich. Oh boy, let's go. So, ab jetzt die Stream-Aufzeichnung und wünsche euch viel Spaß bei der Questline der Rubinwaffe. Ach stimmt. Krank. Rubinwaffe. AP wie die dritte. Deckname Darius. Berechnung der gegnerischen Stärke. Eröffne Kampf. Die Musik ist geil. Ja, und wie der Bauch aussieht, ey. Brutal, wie der aussieht. Let's go! Ich muss mal vergessen zu buffen. Und da doch mal drauf. Zerstampfen. Ich mache einfach mal weniger Schaden bekommen. Was ist da denn los? Wow! Wow! Among Us! Wow, was ein Makro. Flex Clown. Verena, die Waffe entsichert. Initialisiere Bodenangriff. Yo, der Boden. Aua. Ah, der Boden. Ich bin tot. Ach. Ich verstehe jetzt, was passiert ist. Ultima. Aber Rubinwaffe. AKA. Ah, ich bin wieder am Leben, oder? Ja, hier, wiederbeleben. Wird wiederbelebt, das ist nett. Zack, hier annehmen, bitte. Danke. Heim direkt. Boah, ich bin so fast wieder gestorben, ey. Das ist ein cooler Boss. Da sind markiert. Ich habe leider nichts zum... Ich habe einen Debuff, ne? Für eine Minute. Das ist traurig. Hinter ihn stellen, okay. Ah, ich versteh's. Okay. Das ist voll der schwere Boss irgendwie, aber finde ich irgendwie voll geil. Laser. Rubin, Dynamo. Digga! Aua. Jetzt überlebt habe, das sieht lustig. Flex Clown. Raben Clown. Da muss ich auseinander gehen. Oh boy. Dann da oben drauf stehen. Da muss ich oben drauf. So, muss ich oben drauf stehen? Weggeballert. Okay, never mind. Muss ich nicht oben drauf stehen. Aber? Ich hätte nicht auf sein Leben geachtet. Das ist eine neue Phase, weil ich habe eine Cutscene. Oh nein, der Pseudonaldorosid, er reagiert nicht auf mich. Mir bleibt keine andere Wahl. Aktiviere Geistmodus, leb wohl. Mentale Fusion mit Pilot bei 100%. System wird neu gestartet. Geht zum Geistmodus über Datenmodul, wird geladen. Was geht ab? Was geht ab? Organischer Kern wird überschrieben. Was geht hier vor? Ich hab das noch gar nicht. Ah, die Musik, Alter. Nein, aufhören. Ich bin nicht. Nein, ich bin. Bäh. Alter. Ich bin Neil von Danus. Van Danus. Reaktor, Meteor war die Flucht. Frucht meines irgendwas. Meines Geistes. Rubinwaffe. Ihr wahres Gesicht. Musik.
Ita, mein Bruder verloren, mein Vater machtlos. Ich bin gepanzert mit Schmerz und mit Wut. Etz, wo sind wir jetzt hinter Ziel? Aha. Oha. Also der Boss ist ja dermaßen genial. Ist das die Map hier? Das ist die Map. Wo muss weg? Ether ist auf 0. Oha. Hab ich wieder markiert hier. War gemein. Musik. So genial. Alter, was geht hier einfach ab, Alter? Ich will unbezwingen Projektor Meteor. Das ist unaufhaltbar. Ich spitzere dich. Hier aufhalten wollen. Ein Schlag. Wo müssen wir hin? In die Mitte. Einfach in die Mitte rein. Jetzt hinterm Stein. Alter! Genial! Alter, wie geil. Ich hätte Pfeil auf dem Boden. Aha. Okay. Ah, müssen wir Meteor. Ah, Komet muss ich jetzt zerstören. Okay, haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Ey, der Boss ist so geil. Ah, wir haben schon besiegt. Oh. Der Biss auch ein bisschen länger gehen können, tatsächlich. Ey, das ist ja voll genial. Leider viel zu kurz, finde ich. Hätte ein bisschen tiefgründiger die Story erzählen können. Na naja, gut, tiefgründig war ja schon genug, aber ey, der Boss war genial. Rubinwaffe. Was ist mit meiner Ausrüstung passiert? Und sieht so komisch aus. Rubinwaffe zerstört haben wir. Ich habe alles mitverfolgt. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Aber du hast es selbst gesehen. Diese Rubinwaffe war der alten Ultima-Waffe schon jetzt weit überlegen. Krass, ey. Wenn die 7. Legion die Entwicklung noch weiter vorantreibt, können wir uns auf das gefasst machen. Wir müssen die zerstörte Waffe untersuchen und so viel wie möglich über das Ding herausfinden. Anscheinend hat die Allianz schon nach jemanden geschickt, der sich gut mit solchen Sachen auskennt. Ne? Hä? Hey, was ist das denn? Random Mitspieler. Eine gallische Soldatin? Die will wohl die Überreste ihrer Waffe einsammeln. Alie, was hast du vor? Ein großer gallischer Soldat, okay. Und das Aura. Alie? Vater? Vater? Alphonse. Und das da hinten ist Rex. Verstehe. Ihr habt also an der Entwicklung dieser neuen Waffe mitgearbeitet, um eure Zier unter galischen Kontrolle zu bringen. Und was machst du hier in friedlicher Eintracht mit dem Helden der Wilden? Wir haben auf dich gewartet. Seit man uns gesagt hat, dass du am Leben bist, haben wir jeden Tag auf eine Rückkehr gewartet. Ich komme nicht zurück, nicht zum gallischen Heer. Etwa, weil man dich wegen des Mordes an Kaiser Varys sucht? Wir wissen doch, dass das alles nicht stimmt und wir werden deine Unschuld beweisen. Ich meine, wir haben dir doch alle so viel zu verdanken.
Ach, die Kraft des Transzendierens. Ja, cool. Dann hat euch Gaius also aufgelesen, als ihr auf dem Weg nach Verlith fast erfroren wärt? Ja, wenn er nicht gewesen wäre, hätte meine Schwester und ich den nächsten Tag nicht erlebt. Bei uns war es ähnlich. Unsere Eltern sind an einer schweren Krankheit gestorben. Da kam Gaius und hat sich um uns gekümmert. Alle haben ihn unser Leben zu verdanken. Wie sollen wir das nur jemals wieder gut machen? Er ist ein wichtiger Soldat im Galtischen Heer. Wir sollten auch Soldaten werden, sobald wir können. Und wie er für das Kaiserreich kämpfen und Gutes tun. Ins Galtische Heer? Aber die Erwachsenen fürchten die Galeer und sagen, dass die böse sind. Das stimmt schon, aber Gaius ist anders als die anderen Galeer. Alle Aura irgendwie. Die Starken sollen die Schwachen in die Zukunft führen. So sagte er doch einmal, oder? Gaius hat uns Schwache geführt und liegt es an uns. Dann ist es beschlossen. Wir schulden Gaius unser Leben. Also werden wir es für sein Leben einsetzen. An seiner Seite. Ich bin dabei. Auf der Straße hat man sowieso ein erbärmliches Leben. Ich gehöre lieber zu den Starken als zu den Niedergetrampelten. Da sind wir alle derselbe Meinung. Kämpfen wir für Gaius. Als Brüder und Schwestern. Sag mal, wenn wir alle Geschwister sind und ist Gaius dann sozusagen dann unser Papa? Naja, das könnte man ja schon so sagen, denke ich. Ah, auf unsere neuen Familie. Wir bilden sich was ein, eieiei. Als unser Heer gegen die Rozea kämpfte, bist du verschwunden. Ab da war alles anders. Wenn wir früher gewusst hätten, dass du noch lebst, wäre es nicht so weit gekommen. Was meinst du damit, nicht so weit gekommen? Also, wir... Warte, Alphonse, wer hat die Waffe gesteuert? Nael Vandanus selbst wohl kaum. Kannst du dir das nicht denken, Vater? Melisandia. Melisandia war die Pilotin. Melisandia. Genau die. Wie konntet ihr zulassen, dass sie sich opfert? Ihr wart doch die Geschwister füreinander. Wir haben es für die Waffe getan. Die Waffe musste einfach fertiggestellt werden. Aber was kümmert dich das noch? Du hast dich doch vom Galtischen Heer abgewandt, Vater. Du hast mich großgezogen und dafür bin ich dir auch dankbar. Aber die Dinge haben sich geändert. Du bist jetzt für uns nichts weiter als ein Feind. Wenn wir uns das nächste Mal auf dem Schlachtfeld begegnen, kenne ich keine Gnade. Du, Held Eurezeas, hast den Plan meiner Schwester Melisandias Plan zunichte gemacht und damit auch ihr Opfer. Vergebe ich dir niemals. Das ist Sid? Hey! Man hat mir gesagt, die Galeer hätten eine neue Waffe entwickelt, die ich untersuchen soll. Da bin ich gleich gekommen. Aber dich hätte ich nicht hier erwartet. Wir haben uns ja seit Castrum Medrianum nicht gesehen, Gaius. Oder nein, du bist ja jetzt der Schattenjäger. Sid? Na, spar dir das Gerede. Melisandia muss noch im Cockpit der Rubinwaffe sein. Hol sie da raus. Ich schicke Valdeaulin mit. Er wird dir helfen.
Lesendia? Wer soll das denn sein? Ah, eine seiner Schützlinge war die Pilotin. Bin nicht weit erstaunt. Gaius war bekannt für sein gutes Auge, talentierter Nachwuchs für die Gallia ausfindig zu machen und auszubilden. Livia war auch eines dieser Waisenkinder, die er förderte. Und als mein Vater mich für sein Projekt Meteor verlassen hat, war es Gaius, der sich um mich gekümmerte. Er war weit mehr ein Vater für mich als mein eigener. Ja, aber wie du weißt, hat mein Vater mit seinen fehlgeschlagenen Experimenten die Bootsia-Zitadelle in die Luft gejagt und mit ihr die ganze Stadt. Ich selbst hatte ihn nicht aufhalten können und Gaius half mir auch nicht. Er hielt damals den Invasionsfeldzug für wichtiger. Das war der Moment, an dem ich beschloss, diesen tyrannischen Reich hinter mir zu lassen. Ich wollte Gaius den Hals umdrehen, wenn ich ihn das nächste Mal treffe, aber wenn ich jetzt sein Gesicht sehe, dass er nicht mehr als ein Marionette der Ashians war, wurmt ihn offenbar gewaltig was? Die Geschichte hat ja eine Menge seiner Soldaten das Leben gekostet und jetzt kann er es nicht ertragen, wenn seine ehemaligen Schützlinge draufgehen. Na gut, dann sehe ich mir die Rubinwaffe mal eben an. Sag Gaius, dass wir gleich wieder zurück sind. Okay. Schau mich nicht so fragend an. Wir müssen erst abwarten, was Sids Untersuchung ergibt. Gaius. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber eins solltest du vielleicht gleich erfahren. Als wir das Cockpit der Rubinwaffe untersuchten, habt ihr Lindias Tod vorgefunden? Los, drück's nicht herum. Ja, aber wie soll ich das beschreiben? Sie war völlig mit dem Kern der Maschine verschmolzen. Du hättest sie vermutlich nicht wiedererkannt. Erschmolzen? Wir haben sie bei lebendigem Leibe mit in der Maschine eingebaut? Verflucht. Quirrell, kannst du uns den Kampf noch einmal genauer schildern? Das Vandanus-Name fiel, habe ich aus der Ferne gehört. Aber wieso sollte Lysandia sich so nennen? Ja, es ist nur eine Vermutung, aber es könnte sein, dass sie den Geist der Pilotin mit Nayets Erinnerungen überschrieben haben. Naya war eine versierte Kämpferin. Es ist wesentlich effizienter, die Rubinwaffe mit der Kampferfahrungen der gefürchteten Silberschwinge zu speisen, als sie von einem x-beliebigen Soldaten selbst steuern zu lassen. Den Geist mit der Kampferfahrung eines anderen überschreiben. Ist das denn überhaupt möglich? Das Prinzip der Jobkristalle erklären, wenn die Waffe sprechen, gegen die Estinen gekämpft hat. Estinen hatte auch so einen Typen hinten gehabt. Boah, was soll ich da antworten? Kristalle, mit denen man alte Zauber und Techniken auf sich übertragen kann? Von so etwas habe ich schon einmal gehört, aber wie genau die Gallier es angestellt haben, muss ich noch näher untersuchen. Aber es ist wahrscheinlich, dass es noch weitere ähnliche Experimente gibt. Kampferfahrung eines Legatus und die Kräfte eines Primae klingt nach dem sichersten Prinzip für den Sieg und dem grausamsten. Nehmen wir mal an, die Erinnerungsübertragung ist technisch möglich, dann bleibt noch immer die Frage, wie sie an Nayets Daten gekommen sind. Sie ist doch kurz vor der siebten Katastrophe gefallen. Ich habe da eine Theorie. Gib mir etwas Zeit und gehe der Sache nach. Dann nimm Severa mit. Sie kennt sich mit der neuesten Magiertechnik bestens aus. Ich werde mit Valdeolin die Spur der Rubinwaffe zurückverfolgen. Mit etwas Glück finden wir die Anlage, in der sie entwickelt wurde, und ihre Nachfolger mit Modelle, damit auch Alphonse und die anderen. Wir haben da noch etwas zu erklären. Kannst du inzwischen General der Befreiungsarmee Berichten erstatten? Sag ihm, dass wir uns melden, sobald wir uns etwas in Erfahrung erbringen. Okay. Die Begegnung mit deinen Waisenkindern hat dich ganz schön mitgenommen, was? Du willst doch nicht etwa wieder zum Heer zurück. Ich hoffe, du hast unsere Abmachung nicht vergessen. Denn wenn du davon abweichst, werde ich dich töten, Gaius, Belsa. Huch. Hallo?
recht eingeladen. Ich habe gehört, dass es dir gelungen ist, die Rubinwaffe zu zerstören. Was für eine riesige Leistung. Darf ich fragen, wie der Kampf verlaufen ist? War er so gefährlich, wie man sich erzählt? Ah, tatsächlich. Dann werde ich das so in den Bericht schreiben. Vielen Dank. Am besten ruhst du dich erstmal gut aus. Wenn sich etwas tut, werden wir dich benachrichtigen. Indessen im letzten Verlied. Marketech Hangar. Warum hast du Vater denn nicht die Wahrheit gesagt? Er hätte uns bestimmt geholfen. Vermutlich ja, er hat ein gutes Herz und wenn er von dem Plan erfährt, wird er ihn bestimmt wieder verhindern wollen. Aber genau deshalb darf er nichts erfahren. Wir dürfen die Entwicklung der Waffen nicht stoppen. Sonst wäre Melisandrias Opfer umsonst gewesen. Selbst wenn wir Vater dadurch untersäglich enttäuschen. Was denn? Wir bringen es zu Ende und dann entschuldigen wir uns. Er wird schon verstehen. Wenn wir dann noch am Leben sind. Na na, überlass das mal schön den nächsten Piloten. In der Saphir-Waffe werde ich die Geschichte beenden. Kurz und schmerzlos. Was für Saphir-Waffe? Rex, verspreche mir nur, dass du heil zurückkehrst. Wir haben die Rubinwaffe zerstört. Jetzt kommt diese Saphir-Waffe. Tom, was kommt denn danach? Lapis Lazuli? So, das war die Quest der Rubinwaffe. Im zweiten Part werden noch Kaiju sowie Seegoku noch dabei sein im Discord. Aber die werden erstmal nur mitreden. Wie am Anfang gesagt, ist es eine Stream-Aufzeichnung und hoffe, dass es halt einigermaßen gut geschnitten ist. Ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung von euch freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin der Plexas und haut rein. Ciao, ciao.